Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Carsten Grashoff. Er ist Mitarbeiter bei der Bank für Sozialwirtschaft und verantwortlich für eine Dienstleistung oder ein Produkt mit dem schönen Namen Gemeinwohlinvest. Darüber wollen wir heute reden. Sie stellen uns das Konzept vor, denn es ist nicht nur einfach ein Fonds, sondern es ist eine Vermögensverwaltung mit vielen, vielen Facetten und spannenden Details, auf die wir schon ganz neugierig sind. Ja, die Vermögensverwaltung der Sozialwirtschaft für gemeinnützige Organisationen. Das ist so der Untertitel von Gemeinwohlinvest. Ich freue mich, dass Sie uns heute auch vielleicht ein bisschen die Bank für Sozialwirtschaft in wenigen Sätzen vorstellen und dann gehen wir direkt rein ins Thema. Die Bank für Sozialwirtschaft ist ein Haus, was 1923 gegründet wurde. Das heißt, wir sind fast 100 Jahre alt, feiern bald runden, großen Geburtstag. Und die Bank für Sozialwirtschaft ist von den Wohlfahrtsverbänden initiiert und das sind auch unsere Hauptanteilseigner nach wie vor. Und aus diesem Rückgrat, aus diesem Grundverständnis heraus ist die Bank für Sozialwirtschaft gewachsen und hat auch seine Ausrichtung, seine Dienstleistung, seine Lösung, seine Beratungen genau auf dieses Kundenklientel eben ausgerichtet. Und damit sind wir sehr, sehr erfolgreich, weil wir uns eben so fokussiert genau auf diese Gruppe der, ja, oftmals sind es dann eben auch gemeinnützige Kunden genau aus der Sozialwirtschaft fokussieren können. Ja, wir steigen ein in das Thema. Wir kommen nicht umhin. Wir haben im Vorgespräch schon das mal angedeutet. Niedrigzins, das kann man bald nicht mehr hören. Es ist ein Dauerzustand, es bleibt ein Dauerzustand, wenn man die Expertenmeinung hört. Es braucht also dringend Lösungen, die den Stiftungen und den gemeinnützigen Unternehmen, sag ich mal, die ja aus den Erträgen einer Kapitalanlage viele Projekte finanzieren, um da eine Lösung herbeizuschaffen, die auch handelbar ist von den Risiken her, von den Kosten her. Und da haben Sie eine Lösung entwickelt, die Sie uns heute vorstellen wollen. Das mache ich sehr gerne, Herr Birkelbach. Das ist auch so der Nukleus des Ganzen, eben speziell für gemeinnützige Organisationen. Und vielleicht, bevor ich das Produkt erkläre, sage ich mal so zwei, drei Worte, die uns unter den Fingernägeln gebrannt haben. Zwei Punkte haben Sie schon richtigerweise erwähnt. Zinsen sind weg. Ausschüttungen sind weg. Im Gegenteil, es wird sogar negativ, das Vorzeichen. Und das ist birgt eine große Sprengkraft, gerade für Stiftungen, die ja aus ihrem Stiftungsstock ihre Früchte der Arbeit ziehen sollen. Und das ist schwer. Und diesen Bedarf haben wir festgestellt. Und dazu kommt noch, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die große Überraschung, dazu kommt aber noch die große Nachhaltigkeitssphäre, die jetzt Einzug hält. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist aus unserer Sicht auch so dieses Thema Gremienarbeit. Weil dazu muss man unterscheiden, dass viele große professionell gemanagte Stiftungen, die haben das Thema wahrscheinlich schon seit Jahren auf der Uhr und haben da auch schon sehr, sehr gute Lösungen erarbeitet und sich selbst gute Strategien entwickelt. Aber gerade die Kleinen, das ist nach unserem Dafürhalten, die ehrenamtlich geführt sind, die haben da ein großes großen Bedarf und aus unserer Seite, nach unserem Dafürhalten, auch eine große Bereitschaft, jetzt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und genau da, in diesem Zeitgeist, greift Gemeinwohlinvest ein mit einer digitalen Lösung, die aber genau diese Bedürfnisse, diese Problemstellung, die ich gerade skizziert habe, aufgreift und löst. Ja, ich denke mal, wir sind uns einig, dass viele kleinere und mittlere Stiftungen und NGOs oft gar nicht, sag ich mal so, in diesem Themenfeld tief drin sind, wenn es um eine Bundeswertpapiere war, für jeden einfach zu verstehen. Da gab es einen Coupon, manchmal zwei. Und jetzt muss man auf alternative Anlageformen zurückgreifen, die ja doch ein erhebliches Wissen voraussetzen. Sie haben es eben so ein bisschen angedeutet, aber ich finde das sehr wichtig, dass wir es auch ein bisschen nach vorne stellen. Es handelt sich auch um eine digitale Lösung, ein sogenannter Robo-Advisor. Das werden Sie uns alles gleich erklären. Ja, was verbirgt sich hinter der Dienstleistung oder der Vermögensverwaltung Gemeinwohlinvest? Also ich halte mir das jetzt wieder vor Augen. Ich stelle mir jetzt wirklich so diese kleine, ehrenamtlich geführte Stiftung vor Augen und die haben sehr, sehr gute, beispielsweise in unserem Klientel, sozialwirtschaftliche Mitarbeiter. Und hinten dran die Gremienstruktur, die dann aber entscheidet, so diese großen geschäftspolitischen Entscheidungen, was machen wir jetzt? Das ist dann eben, wie gerade schon angedeutet, ehrenamtlich geführt. Und jetzt die Anlagelösung zu entscheiden, und Sie haben es gerade gesagt, so klassisch Bundeswertpapier, das gibt es eben nicht mehr, sondern jetzt muss ich mich mit Aktien, Immobilien, anderen festverzinslichen Wertpapieren auseinandersetzen, die Risiken mitbringen und da eine
wasserfeste, fundierte Entscheidungen zu treffen. Das ist mitunter sehr, sehr komplex und in ehrenamtlich geführten Strukturen auch, naja, ich drücke es mal so aus, nicht gern getroffene Entscheidungen. Genau da schließt unsere Dienstleistung Gemeinwohl Invest an, dass es nämlich möglichst leicht macht, diese Entscheidung zu treffen. Wir leiten ganz genau her, da haben wir uns auch sehr lange mit beschäftigt in der Projektierung, was ist eigentlich die richtige Asset-Allokation, die richtige Anlageverteilung für eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, langfristig inflationsbereinigten Werterhalt zu erhalten. Weil nach unserem Dafürhalten ist das eigentlich nicht spezifisch von dem Ansprechpartner, so wie es das Wertpapierhandelsgesetz vorsieht, sondern nach unserem Dafürhalten kann man das eigentlich aus dem Stiftungsrecht und aus der Abgabenordnung, Gemeinnützigkeitsrecht, herleiten. Und so haben wir schon eine vorgefertigte Meinung, wie nach unserem Dafürhalten und mit unserer großen Branchenexpertise ein Portfolio gestaltet sein müsste. Von der Anlageklasse. Wie viele Aktien brauche ich? Wie viele festverzinsliche Wertpapiere brauche ich? Wie viele Immobilien brauche ich? Um einerseits nicht zu viel Risiko einzugehen, aber auf der anderen Seite eben auch nicht zu wenig, damit ich eben die Inflationsrate schlagen kann. Und genau das macht Gemeinwohl Invest. Das heißt, schon mal den richtigen Pfad einstellen und dann auch gleichzeitig dokumentieren, dass man rechtlich auf der sicheren Seite ist und eben als ehrenamtlicher Vorstand oder als ehrenamtliches Aufsichtsgremium es möglichst leicht hat, dann diese notwendige Entscheidung zu treffen. Sie sprechen in diesem Konzept von sogenannten ETFs, ein Kürzel, was vielleicht auch nicht jedem geläufig ist, deswegen sollten wir es ein bisschen vorstellen. Was sind ETFs? ETFs sind passiv gemanagte Fonds, die eben auf Indizes abzielen. Das Schöne daran ist, sie sind extrem kostengünstig, wenn man sich mit anderen aktiv gemanagten Fonds vergleicht. Und inzwischen, nach unserem Dafürhalten, haben sich jetzt auch schon einige Anbieter mit Nachhaltigkeitskriterien auch bei diesen ETFs eben so auseinandergesetzt, dass man das auch mittlerweile mit ganz gutem Gewissen vereinbaren kann. Und nach unserem Dafürhalten, gerade aufgrund dieser extrem langfristigen Perspektive von Stiftungskapital, was ja qua Gesetz auf ewig erhalten bleiben muss, kann man durchaus diesen passiven Ansatz fahren. Und den haben wir uns zunutze gemacht, aufgrund der geringen Kostenquote. Und ein ganz zweiter maßgeblicher Punkt, da hatten wir auch wieder diese kleine ehrenamtliche Aufsichtsstruktur im Hintergrund. Wenn man Einzeltitel wählen würde, man müsste alles mitbuchen. Das heißt, vielleicht diese kleine zweite Nachkommastelle, die ich optimieren könnte, die würde ich mir aber mit deutlich erhöhten Buchhaltungskosten wieder zunichte machen. Und das hatten wir auch im Blick. Und darum war die ETF-Lösung für uns genau die, die als Kernasset dienen sollte. Eine wichtige Frage ist ja vielleicht bei Stiftungen nicht so ganz, sag ich mal, prägnant, ist die Frage der Liquidität der Märkte. Viele kennen den ETF-Markt nicht, vielleicht noch ein paar mehr Details, vielleicht dazu passiv gemanagte Fonds, das heißt, die sind börsennotiert, die können jederzeit natürlich ange- und verkauft werden. Es ist kein enger Markt und dergleichen mehr. Und es gibt Themen, Sie haben es eben schon angedeutet mit dem Beispiel Nachhaltigkeit, da kommen wir gleich aber noch detaillierter dazu, dass Sie nochmal vielleicht die Angst nehmen. Das ist im Prinzip ein ganz tolles Instrument für Stiftungen, NGOs, die eben nicht diese tiefgehende Kenntnisse haben, wenn man einzelne Aktien auswählen muss oder vielleicht in den Bereich der Alternatives geht. Oder sehe ich das falsch? Nein, das sehen Sie genau richtig, weil schlussendlich müsste man jetzt ja aktiv die Entscheidung treffen, was ist jetzt das richtige Unternehmen, in welches ich investieren möchte. Ist es Automobilzulieferer A, ist es Automobilzulieferer B, ist es Tech-Unternehmen A, ist es Tech-Unternehmen B? Und diese aktive Entscheidung, die möchte man aus der Stiftung heraus eigentlich gar nicht so aktiv treffen. Wenn man es möchte, ist man so professionell, dass man dann es mitunter auch alleine managen könnte. Aber diese Lösung ist ja bewusst dafür gedacht, dass man es rausgibt, dass man es in Hände gibt, wo man weiß, okay, es wird sich darum gekümmert. Und da ist es dann wiederum so, dass wir sagen, wir sind ganz langfristig investiert und ob es nur Automobilzulieferer A oder B ist, ist uns am Ende dann eigentlich auch egal. Wichtig ist, dass wir in den Markt investiert sind und der soll dann eben möglichst kostengünstig abgedeckt sein und genau das wird damit dann gelöst. Und ja, Sie sprachen es gerade schon an, wir können dann auch gewisse Themen einstreuen, wenn man dann eben der Meinung ist, ich interessiere mich für Thema A oder ich interessiere mich für Thema B, dann kann man das dann eben auch forcieren.
Das heißt, man kann einen ganzen Marktindex sozusagen abbilden. Ich möchte DAX haben, dann kaufe ich einen DAX-ETF. Oder wenn ich sage, ich möchte Amerika abdecken oder China oder überhaupt den asiatischen Markt, dann kann ich das über einen ETF abbilden. Ja, klingt interessant. Und auch da Sie eben schon angedeutet haben, dass es auch die kostengünstigste Lösung ist, weil ich einen Gesamtmarkt praktisch über einen ETF erwerben kann, können wir später auch noch gerne vertiefen. Aber wir wollten auch beide über das Thema der Nachhaltigkeit sprechen. Sie selber sind ja als Sozialbank, also sage ich mal, auch bekannt, dass Sie da sehr darauf achten, dass Sie nicht überall hinein investieren, sondern dass Sie auch bestimmte ethische Grundsätze verfolgen. Das soll auch dann für Ihre Kunden gelten, die ja im Prinzip auch nach diesen Kriterien arbeiten. Und dann kommt jetzt auch die Regulatorik mit dazu. Das haben viele mitbekommen. Es gab einen Sustainable Finance Beirat. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist heute neben Liquidität, neben Risiko und Rendite das entscheidende Kriterium. Und da auch dafür haben Sie, sage ich mal, vorgesorgt, dass in Ihrem Gemeinwohl-Invest auch diese Anforderung erfüllt werden kann. Vielleicht ein paar Gedanken dazu. Nun ja, es sind halt drei Stoßrichtungen, die uns da motivieren. Die erste für uns extrem wesentliche Stoßrichtung ist natürlich, dass es in der DNA der Bank für Sozialwirtschaft drinsteckt. Wir sind halt die Bank für die Sozialwirtschaft und dann würde es völlig aus der Welt fallen, wenn wir dann in unserer Anlageberatung diesen Background völlig vergessen würden. Das heißt, das ist erstmal die erste Säule, die einfach dafür spricht, dass wir uns genau mit diesem Thema engagieren. Die zweite Säule ist, die Regulatorik verlangt das auch von uns und da haben wir glücklicherweise einige Jahre voraus, einfach aufgrund unseres Backgrounds. Und die dritte Dimension ist, und jetzt bin ich auf unserer Kundenseite, auf der Stiftungsseite der gemeinnützigen Organisation, die verlangen das natürlich auch. Niemand möchte sich in dem Aufsichtsgremium nachsagen lassen, er hätte jetzt in gewisse Branchen investiert, die einfach mit dem gemeinnützigen Zweck der Organisation auf keinen Fall vereinbar wäre. Und von daher war das von uns nie eine Option, dieses Thema unter den Tisch fallen zu lassen. Das heißt, ein elementarer Teil unserer Anlageberatung und auch bei Gemeinwohlinvest. Vielleicht ein Wort dazu. Wie stützen wir das? Das war jetzt erstmal die Motivation, warum machen wir das? Und die zweite Frage ist ja, wie setzen wir das um? Und das ist für unser Dafürhalten auf vier Dimensionen aktuell gut umsetzbar. Wir wissen alle, der Markt ist sich im Entwickeln. Das heißt, da passieren gerade ganz, ganz viele Sachen und Kennzahlen standardisieren sich, um überhaupt Nachhaltigkeit zu messen. Das ist ja gar nicht so trivial. Und für uns sind es aktuell vier Säulen. Die erste Säule, die kennt wahrscheinlich inzwischen auch schon fast jeder. Das sind so klassische Ausschlusskriterien, dass ich eben sage, ich möchte beispielsweise nicht in der Rüstungsindustrie investieren. Dann kann man so ganz klassische Ausschlüsse setzen. Und im Umkehrschluss würde dann eben dafür Sorge getragen werden, dass ein ETF mit Rüstungsinvestments dann eben nicht berücksichtigt ist. Die zweite Dimension, die wir uns anschauen, sind einfach CO2-Themen. Das heißt, wir möchten ein Portfolio, was schlussendlich möglichst wenig CO2-Ausstoß produziert. Das ist für uns eine wesentliche Kennzahl. Und dann haben wir noch zwei weitere Kennzahlen. Das eine ist so diese ESG-Ansatz, dass wir uns eben schauen, Umwelt, E, S, Sozial, G, Governance, gute Unternehmensführung, dass wir uns da gute Unternehmen raussuchen mit positiven Eigenschaften. Und die vierte Kennzahl, das ist der SDG-Ansatz, Sustainable Development Goals. Das heißt, das sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Keine Hunger, keine Armut und alles, was sich damit einklassifiziert. Und auch da gibt es mittlerweile Metriken, um zu messen, ob meine Portfolios, ob meine Anlagen positiv darauf einzahlen und positiv darauf wirken. Und das ist quasi die vierte Dimension, die wir uns anschauen. Und was wir dann schlussendlich dem Investor und den Aufsichtsgremien zur Verfügung stellen, einmal im Jahr, damit sie dann eben auf ihren Gremiensitzungen im Zuge des Jahresabschlusses beispielsweise dann anschauen können, wie hat sich meine Geldanlage auch nach diesen vier Nachhaltigkeitskennzahlen entwickelt und kann ich da ein gutes Gewissen haben, beispielsweise in meinem Ehrenamt, okay, bei meiner Stiftung, in der ich mich engagiere, ist aus der Thematik alles im grünen Bereich. Also Sie helfen mit, dass es kein Greenwashing oder wie man mittlerweile so sagt, Rainbow-Washing gibt, wenn man die SDGs mit einbezieht. Ja, ein sehr, sehr gut durchdachtes Konzept. Das heißt, das ist eine Lösung aus einer Hand. Das heißt, derjenige, der sich Ihnen anvertraut, der muss diese Entscheidung eigentlich nur am Anfang treffen und sagen, ich möchte so und so viel Euro investieren. Und gibt seine Präferenzen ab von den Anlagerichtlinien her. Jetzt sollten wir noch ein bisschen beleuchten. Wir haben am Anfang gesagt, es handelt sich um einen sogenannten Robo-Advisor.
Trotzdem spricht man mit realen Menschen, wenn man diese Dienstleistung bucht. Aber was bedeutet das, Robo-Advisor? Was passiert da digital? Nun ja, ich würde es nicht klassisch Robo-Advisor nennen. Tatsächlich geht es eher in eine hybride Beratung rein. Warum ist das so? Unser ursprünglicher Ansatz war, wir schauen uns mal die großen Anbieter im Robomarkt an. Und die sind alle auf natürliche Personen optimiert. Das heißt, es wird ein persönliches Risikoprofil ermittelt, was ich als natürliche Person habe. Und aufgrund dieses Profils kommt dann raus, wie viel Risiko kann ich mir leisten und wie viel Rendite möchte ich haben. Und dann wird ein Portfolio quasi danach erstellt und das wird immer wieder angepasst. So ist der klassische Robo-Weg. Und wir haben das adaptiert, diese ganzen digitalen Themenstellungen, die hinten dran sind, waren für uns super spannend und das haben wir für uns auch übernommen. Für uns war es dann aber schlussendlich so, das habe ich am Eingang schon mal ganz, ganz kurz angerissen. Für uns war dann der ausschlaggebende Punkt, naja, am Ende, wenn der Vorstand sagt, er kann so und so viel Risiko tragen, er persönlich und so viel Erträge irgendwie strebt er an, er persönlich, vielleicht auch im Namen seiner Organisation, dann muss das nicht zwingend auch das sein, was mit dem Stiftungsgedanken oder mit dem Stiftungsgesetz ja vor allem dann auch vereinbar ist. Und darum haben wir gesagt, so von diesem, wir würden jetzt mal blind irgendeine Anlageallokation dann einsteuern, davon haben wir uns getrennt. Das heißt, das haben wir dann nochmal bewusst menschlich übersteuert, dass wir gemeinsam mit der Stiftung uns dann da einen Anlagevorschlag erarbeiten. Und das Zweite ist ja dann auch, wenn es einmal angelegt ist, wie geht es in dem Zeitstrahl weiter? Und da haben wir uns auch davon gelöst, dass wir diese ganzen aktiven Kauf- und Verkaufpositionen übernehmen, weil wir sagen, eine Stiftung ist auf ewig angelegt. Ich brauche nicht zwingend dieses aktive Risikomanagement, was mich nach unten absichert, mich aber auf der anderen Seite, wenn es wieder bergauf geht, auch abschneidet, sondern wir haben gesagt, wir haben einen langfristigen Atem. Wichtig ist, dass langfristig die Prognosen eben den nominalen bzw. den inflationsbereinigten Werterhalt sicherstellen. Aber wir brauchen nicht diese ganzen Transaktionen im Hintergrund, weil auch die Buchhaltung dementsprechend wieder belastet werden würde und ich irgendwelche Abschreibungen oder Wertzuwächse realisieren müssen, dann kommt wieder die Fragestellung auf, da hat ja zum Glück das Stiftungsrecht jetzt etwas Klarheit gebracht, was ist das dann, muss ich das verwenden, gehört das in die Rücklage, gehört das in den Werterhalt. Das war ja aus dem alten Gedanken her auch nicht ganz trivial und darum haben wir gesagt, nein, gewisse Themen, die Robo-Advisor von sich persönlich mitbringen, die übernehmen wir nicht und wir adaptieren das wirklich so, dass wir das so maßschneidern für eine gemeinnützige Organisation, damit das schlussendlich auch passt und ich keine böse Überraschung habe nach ein, zwei Jahren Investment. Herr Krasshoff, das werden Sie wahrscheinlich ganz oft gefragt, denn am Ende des Tages geht es ja auch immer um die Konditionen, wenn man sich für Ihre Vermögensverwaltung entscheidet. Deswegen frage ich Sie auch ganz direkt, was kostet das Ganze? Wie sind die Bedingungen, die Mindestvolumina und so weiter? Ja, das sage ich Ihnen gern. Also wir haben hier eine Dienstleistung aufgesetzt, die es nach unserem Dafürhalten am Markt kein zweites Mal gibt, mit allen Leistungen, die ich gerade schon beschrieben habe. Und das Gesamte bekommt man für knapp oberhalb von 1%. Das ist die Kostenquote, die wir hier festgesetzt haben. Das ist ein fairer Preis nach unserem Dafürhalten, aufgrund der aufgezählten Vorteile. Wir haben einen Einstieg ab 100.000 Euro. Das heißt, ab diesem Betrag kann man die Lösung Gemeinwohl Invest investieren. Und sich im Umkehrschluss dann auch ein Stück weit zurücklehnen, weil die Stiftungsanlage dann auch tatsächlich langfristig gelöst ist. Das heißt, auch die Analyse vorab, die ja erforderlich ist, die auch wichtig ist, mit Blick auf den Rahmen, den ja die gemeinnützigen Stiftungen auch halten müssen. Das heißt, das Aufsetzen des Portfolios, das Management, das Reporting, das Research, alles abgedeckt. Keine versteckten Kosten. Diese Themenstellungen sind alle abgedeckt. Im Gegenteil, die Mehrwertsteuer, die manchmal ja bei Vermögensverwaltung noch mit oben drauf kommt, die steckt sogar schon mit drin. Also es ist wirklich damit alles abgedeckt. Es kommt nichts on top. Und es gibt noch einen Mechanismus, den ich auch noch gern erläutern würde, der, glaube ich, dem Ganzen noch so ein Stück weit die Krone aufsetzt. Speziell Stiftungen ist ja auch diese Thematik, dass regelmäßig Erträge generiert werden müssen zum Ausschütten. Und das war ein Kniff, der uns sehr beschäftigt hat, weil oftmals geht es ja nur um Rendite und Performance und Charts, die nach oben zeigen. Ganz interessant ist aber genau auch diese Ausschüttungsrendite. Und wir haben in dem Tool auch eine Funktion entwickelt, dass der Stiftungsvorstand oder der Entscheider der entsprechenden Stiftung sich jedes Jahr anschauen kann,
wie viel Erträge, wie viel ordentliche Erträge habe ich im abgelaufenen Kalenderjahr generiert und kann dann jedes Jahr neu entscheiden im Rahmen seiner Haushaltsplanung für die nächsten Jahre, wie viel davon möchte ich entnehmen, um sie meinen Zwecken zuzuführen, wie viel davon stelle ich in eine freie Rücklage ein, um perspektivisch einen Puffer aufzubauen, der mir dann eben für den Werterhalt auch notwendig ist. Wir haben da reingeschaut, was im Gesetz möglich ist. Das heißt, wir haben da auch Korridore vorgegeben, in denen man sich bewegen kann. Also auch hier kann im Prinzip vorgefiltert nichts anbrennen und der Kunde hat volle Transparenz auch auf dieser Ebene, die wir auch aus unserer Sicht extrem wichtig ist und gerne beleuchten. Eine weitere Frage, die sich natürlich aufdrängt, die wir auch thematisierten sollten. Ich war selbst lange Jahre Vermögensverwalter und man wird ja am Ende des Jahres immer gefragt nach den Risiken, nach den Chancen. Die Kosten haben wir schon abgedeckt und die Liquidität haben sie auch schon gerade. Also es klingt gut, ETFs ist nachvollziehbar, man kann sich da sehr schnell informieren, wie die Marktentwicklung ist, aber wir leben in volatilen Märkten. Wir haben jetzt eine große Wahl, wir haben geopolitische Verschiebungen. Wir kommen nicht umhin, auch dann drüber zu reden. Es ist ja nicht risikofrei, aber wie ist das Risikorenditeverhältnis? Was erwarten Sie? Ja, also es ist eine Kapitalanlage in Wertpapieren. Das heißt, es kommen alle üblichen Risiken, wenn ich in Fonds investiere. ETFs ist eben auch eine Art von Fonds, schwingen genau diese Risiken mit. Das Besondere ist, unser Grundansatz war, wir wollen nicht mehr Risiken eingehen als nötig. Wir nehmen genauso viele Risiken in Kauf, um langfristig den realen, inflationsbereinigten Werterhalt gewährleisten zu können. Und jetzt wissen wir alle, wenn ich in Wertpapiere investiert bin, jetzt denken wir an die Corona-Krise 2020 oder noch ein Stück weiter zurück, damals 2008, die große Finanzkrise. Natürlich ist es dann auch so, dass ich Abschwünge miterleben muss. Und die sind aber bewusst eingegangen, nämlich genau so groß eingegangen, dass ich eben in der Ertragsperspektive die dicker Daumen 2% Inflation eben ausgleichen kann. Und gerade beim Stiftungsstock, der ja auf ewig wirkt, nehme ich dann aber eben auch die Erholungsphasen wieder mit. Und darauf ist das Produkt eben dann kalkuliert. Und das sind die Risiken, die drinstecken. Gut. Und Entnahmen zwischenzeitlich oder Einbringungen jederzeit möglich? Ja, das ist, also es gibt keine Vertragslaufzeit oder dergleichen. Das heißt, grundsätzlich kann ich einzahlen, grundsätzlich kann ich auszahlen, wann ich möchte. Wir wissen natürlich, das ist ein langfristig gedachtes Produkt und ist jetzt nicht dazu gedacht, dass ich jetzt, im Januar einzahle und im November dann die Jahressonderzahlung als juristische Person zahle. So ist es jetzt nicht gedacht. Das ist schon ein langfristiger Aspekt. Aber grundsätzlich gibt es keine Vertragslaufzeiten und ich komme an mein Geld ran. Ja, also eine Dienstleistung, die Werterhalt anstrebt, die Zweckverwirklichung unterstützt, die Richtlinienkonformität, ganz, ganz wichtig für die Stiftung und die gemeinnützige Organisation auch gewährleistet. Und das wichtigste Thema vielleicht in der aktuellen Zeit und auch in Zukunft ist das Thema Nachhaltigkeit. Ein wirklich spannendes Projekt und eine tolle Dienstleistung. Und vielen Dank, dass Sie uns so einen tiefen Einblick gegeben haben. Und ich wünsche Ihnen damit viel Erfolg. Herzlichen Dank, Herr Böckelbach. Vielen Dank.